Jo, servus liebe Schiffe-Freunde, willkommen zu einem neuen Video von der Smogmaster Team. Wunderschöne Grüße Oberfranken. Ihr habt es gesehen, wir testen heute mal eine, glaube ich, 9,30 Euro oder 10,30 Euro Shisha aus Amazon. Preis steht gerade leider nicht drauf. Ist so ein wunderschönes Teil. Ne? Ihr zeigt euch mal ganz kurz an der Kamera. So eine ganz normale Standardpfeife, wie man es halt kennt, von den Rummelplätzen. Und ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach mal ganz schnell auf und schauen, was drinnen ist. Ne? Also die Pfeife ist schon komplett zusammengebaut. Was? So wird die ganze geliefert. Link für alle, die sie kaufen wollen, in der Videobeschreibung. Genau, also wirklich eine ultra geile Pfeife. Also, ich zeige es euch mal ganz kurz hier. Schöne grüne Bowl, richtig geiler Shinerhead. Bester Kopf auf dem Planeten, zumindest damals. Natürlich mit Schliffadapter, nicht, sondern mit Gummidichtung. Ja, das war das ganze Unboxing. Natürlich auch eine ultra geile Kohlenzange. Naja, Kohlenzange, die ist sogar mit einer goldenen Schleife verpackt. Ist wahrscheinlich ja. 24K vergoldet. Und zum Schlauch, ganz wichtig, wir haben diese Schläuche damals bei der Fata Morgana aus dem Hause Aladdin immer wieder gehabt in lang. Das hier, es ist wie so Stoff, also ich weiß nicht, ob das wirklich das eher Kunststoff ist. Das ist Stoff und innen drin ist eine Stahlspirale, die, wenn Wasser drin ist, anfängt zu rosten. Also die nicht auswaschen, ne? Nicht auswaschen, ne? Oh ja, ich würde sagen, jetzt bauen wir schnell mal ein Köpfchen und dann lassen wir uns mal mit dieser 500-Euro-Pfeife, 10-Euro-Pfeife rauchen. Ja, also bin auf dem Durchzug gespannt, vielleicht seht ihr auch noch gleich mal ein paar kleine Dateiaufnahmen vom Tauchrohr, von der Bowl oder wie auch immer. Ich glaube, sehr viel kann man eh nicht auseinanderschrauben und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal Kopf und das seht ihr alles im Zeitraffer. Ja, kurz bevor wir zum Kopfbau kommen, hier nochmal ein paar Dateiansicht. Also wie gesagt, das Tauchrohr ist nicht wirklich rausnehmbar. Also ich schraube jetzt hier mal, also der Rauchsäule hier, das Rauchsäulelement würde sich abschrauben lassen, das Tauchrohr ist fest verbaut, aber gönnt euch das mal. Alte, für 10 Euro hat man ein Closed Chamber System. Fuck, wie geil ist das denn? Genau, Wasser hat der Juli gerade schon in die Bowl rein. Ich würde sagen, jetzt bauen wir mal ein Köpfchen. Und wenn das Köpfchen gebaut ist, ich weiß noch, ob wir es euch im Zeitraffer zeigen oder ob wir euch in der Zeit einen kurzen kleinen Porn einblenden von der Pfeife, weil ich meine, sowas muss man schon mal abfilmen. Weil wer es von früher noch weiß, das Wichtigste war, Hauptsache hat geraucht wie Sau, wie es geschmeckt hat, eigentlich scheißegal, Hauptsache hat geraucht wie Sau, deswegen machen wir es ganz klassisch wie früher, der arme Splash Choi. Aber erstmal schön hier fetten Motormix drüber, jetzt sparen wir die Alufolie, lochen das Ganze, nein, wir rauchen es diesmal nicht mit Selbstzündern, sondern mit 3 oder 2 Kokosolkohlen, weil das will ich mir dann doch nicht geben, weil es soll ja vielleicht doch einigermaßen gut schmecken. Ja genau, Freunde, genauso wie es sein muss, beim Shinerhead halt eine Komplettlochung. Leider sind es fast ein bisschen zu große Löcher. Wir hätten eigentlich eine Nadel gebraucht oder eine Atomlochung. Oder wir hätten die beste Lochung der Welt gemacht. Einfach mit dem Daumen einmal schön reindrücken. Vielleicht kennt ihr ein oder anderes Video noch vom Atomhamster, wo er die Shisha-Crew... Hamster rastet aus. Genau, Hamster rastet aus, wie die Shisha-Crew Dessau verarscht hat, weil die einfach das legendärste Video auf diesem Planeten gedreht haben. Und jetzt würde ich sagen, legen wir nochmal Kohlen drauf und schauen, was das Köpfchen hergibt. Ja, wir haben hier gerade noch eine zweite Pfeife am Laufen, deswegen glaube ich da jetzt einfach mal die Kohlen, die sind schon etwas kleiner, deswegen schauen wir mal, vielleicht hauen wir da auch 3 Stück drauf. Die 20 Minuten, glaube ich. Schöne. Ja, zum Aufheizen. Hauen wir halt einfach mal 3 Kokosol-Kohlen drauf, schöne Cubes. Eigentlich hätten wir echt Selbstzünder gebraucht, aber das wäre zu vieles Guten gewesen. Und Tobi, jetzt, ich glaube in 3 Sekunden ist die Lunge voll. Ist optische Bildfarbe. Denke ich, eigentlich fast die Zange, die Original auch mal benutzen. Ja, das Bild passt nicht. Es schaut verkehrt aus mit Naturkohlen oben drauf. Eigentlich schon, also muss eigentlich schon schön rundig selbst sind oben drauf. Das klingt auf jeden Fall wie ein Zweitakter, muss man echt sagen. Vom Sound her. Aber der Geschmack kommt schon raus. Aber ich muss echt sagen, also der Durchzug habe ich irgendwie schlechte Erinnerungen. Also es ist kacke, aber ich kenne es von früher noch beschissener, also habe ich sogar zumindest schlimmer in Erinnerung. Ich würde sagen, wir rauchen den ganzen Spaß mal an, wenn wir es ankriegen, was ich aber ja, wirklich gute Dinge bin, dann sehen wir uns gleich wieder. So, nachdem das Ganze jetzt, sagen wir mal, angeraucht ist und Splash Joy kommt schon ziemlich frisch durch, also
Geschmack ist auf jeden Fall da demnach. China Head ist ja nichts, wo man sagt, das kann man nicht mehr rauchen, das funktioniert immer noch. Wir haben den Farmer damals auch drin, der war ultra intensiv, ne? Wer das Video kennt. Von der Hitze her geht's auch. Ja, jetzt nochmal so ein bisschen wie gewohnt. Von der Verarbeitung her muss ich sagen, ist die Shisha ganz gut, für den Preis auf jeden Fall. Ne? Also es ist ein Schnäppchen, es ist leise. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn jemand sagt, ich nehme mein Shisha gern in der Hosentasche. Dicht ist er auch. Dicht ist er wirklich sehr gut. Auch. Wenn jemand sagt, ich nehme eine Pfeife gern mit irgendwo hin oder so einfach eine Pfeife, wo es mir egal ist, was mit der passiert, so Tradi-Raucher, die gerne seit Doppelapfel oder Traube Minze oder sowas, könnte ich mir schon vorstellen, dass man die benutzen könnte, ne? Außer dass der Schlauch von allein rausfällt. Also Leute, ihr seht es, obwohl ich da erstmal eine Stunde lang ziehen muss, Rauchentwicklung ist da. Leider nicht so mega gigantische Wolken, weil eben der Durchzug für den Arsch ist, ne? Also wenn ich da jetzt besseren Durchzug hätte, würde es auch auf so einer kleinen Pfeife gut rauchen. Habt ihr ja gesehen, wie wir aus der Dose Pfeife gebaut haben. War einfach ein größerer Durchmesser, aber so muss man halt ewig ziehen und deswegen bildet sich da kein richtiger Rauch. Aber er ist wirklich dicht und es schmeckt wirklich nach Splash Joy. Ne? Also der Kopf ist nicht mal für den Arsch. Ich glaube, wenn ihr den Kopf auf eine normale Pfeife draufhauen würden, würde es sogar echt ganz gut rauchen. Und was soll ich noch zur Pfeife sagen? Also Verarbeitung für 10 Euro ist in Ordnung. Ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Also ich würde mir so eine Pfeife nie kaufen, so um wirklich Shisha zu rauchen. Aber so als Deko-Artikel oder ja, wenn man einfach mal seine Leute trollen will, wenn man sagt, ich komme heute mit meiner neuen 500-Euro-Pfeife, mit meinen neuen Benz und dann kommt man mit der Pfeife an, ist eigentlich ein ganz guter Gag. Also, ja. So vom Durchzug her können wir das Ganze glatt auch als MTL-Pfeife verkaufen, ne? Also backen, dampfen, wer sich da auskennt, funktioniert eigentlich recht gut. Aber einmal muss ich sagen, da haben sie ein wenig gepfuscht. Das ist kein Closed Chamber System, es funktioniert nicht, es sieht nur so aus. Also bin ich sehr, sehr enttäuscht, weil für 10 Euro kann man eigentlich schon ein Closed Chamber System erwarten. Ja Leute, würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und konnten euch unsere neue Rarität hier ja, vorstellen. Aber ist echt schon eine geile Pfeife. Ne? Also wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung, kann man jedem empfehlen. 10 Euro oder 10,30 Euro ist auf jeden Fall definitiv ein Schnäppchen. Gönnt es euch einfach, könnt ihr richtig schön rauchen, ihr seht's. Und an dieser Stelle das Video nicht zu ernst nehmen, war ein kleiner Spaß, deswegen hoffe ich, wir konnten euch unterhalten. Und da gibt es mal nichts mehr zu sagen, oder? Hast du ja, was der Juli macht im Hintergrund Schabernack, der furzt rum und ja. Ja, der lacht schon, weil wir so viel Wahrheit sagen, weil es halt echt eine geile Pfeife ist. Ja, wie gesagt, hoffe ich, wir konnten euch unterhalten, dann gibt es echt nichts mehr zu sagen, oder? Musst du weiter lachen? Ich gebe nicht mehr noch ein Zügchen, dann sind wir raus. Ja Leute, in dem Sinne, Shishas Knobby, Shishas Leidenschaft, in dem Sinne, macht's gut, haut rein und Servus. Ja.